Herzlich willkommen zu einem kurzen Erklärvideo über das Einbinden einzelner MOOC-Videos in Ihren Lehrveranstaltungs-Moodle-Kurs. Um ein einzelnes MOOC-Video in Ihren Moodle-Kurs einzubinden, klicken Sie auf den ausgewählten MOOC. In unserem Fall ist das der Kurs Digitales Leben 2. Wählen Sie nun aus der linken Leiste die Lektion aus, in welcher sich das gewünschte Video befindet. Wenn Sie nun mittig des Wiedergabefensters auf Play klicken, sehen Sie rechts oben einen Pfeil mit der Beschriftung Teilen. Klicken Sie darauf und jetzt öffnet sich ein Fenster, in welchem sich der YouTube-Einbettungscode befindet. Klicken Sie auf Link kopieren. Öffnen Sie jetzt Ihren Lehrveranstaltungsmodulkurs und klicken Sie auf Bearbeiten einschalten und dann auf Material oder Aktivität anlegen. Wählen Sie das Arbeitsmaterial Textseite aus. Vergeben Sie nun im ersten Feld einen Namen für die Textseite. Sie können optional auch eine Beschreibung einfügen. Im nächsten Feld sollen Sie einen Seiteninhalt eingeben. Klicken Sie nun in der Editorleiste auf Multimedia. Es öffnet sich nun ein kleines Fenster. Klicken Sie jetzt auf Video und geben Sie in diesem Feld die kopierte URL des iMOOC-Videos ein. Klicken Sie jetzt auf Anzeigeoptionen und tragen Sie im ersten Feld einen Namen für das Video, welches Sie einbetten möchten, ein. Im nächsten Feld können Sie die Größe des Videos bestimmen. Hierbei ist zu empfehlen, die Größe 480x360 einzutragen. Im nächsten Feld fügen Sie die Quell-URL ein. Sie können optional erweiterte Einstellungen auswählen, sowie den Untertitel und die Bildunterschriften einstellen. Klicken Sie abschließend auf Medien einfügen und Speichern und anzeigen. Sie sehen nun das eingebundene Video in Ihren Lehrveranstaltungsmodulkurs. Beachten Sie jedoch, dass beim Einbinden der MOOC-Videos in Ihren Lehrveranstaltungsmodulkurs die auf iMOOCs verfügbaren interaktiven H5P-Elemente verloren gehen.